Hallo Freunde, hallo Bastler, hallo Abonnenten meines Kanals. Heute dreht es sich um eine kleine Satire betreffend auf mein Video mit den Akkus, wo der untere Punkt, also der Massepunkt eines Akkus beschädigt war. Und ich habe mein Video genannt in eigener Sache Klugscheißer der Woche. So, erstens, es dreht sich um diese Tube hier. Ganz einfach. Wo ein Klugscheißer behauptet, ich würde hier mit Gewalt und bla bla bla, dann kann nichts funktionieren. Ja, Klugscheißer, also ich sag mal, wenn du keine Ahnung hast, halt am besten mal deine Fresse. So, und jetzt zeige ich dir das, du Klugscheißer, warum ich damit Probleme hatte, dass der nicht reinging. Ja, so, ich fahre da jetzt extra mal für dich näher, damit du das auch sehen kannst. So, und jetzt passt mal auf, ich halte hier das Gewinde fest. Oder ich kann es noch anders machen. Jetzt steht hier leider nicht drauf. Also die Klammer hier, die ich jetzt hier ansetze. Ups, sorry. Die Klammer, die ich jetzt hier angesetzt habe, die hat einen Andruck von 5 Kilo. So, und jetzt passt mal auf. Wenn ich den jetzt hier da reindrehen würde, da wo er auch hingehört, muss da ja einen Druckpunkt haben. Und jetzt schaut mal. Ich kann hier drehen bis zum jüngsten Tag. Wirklich, da kann ich drehen bis nächstes Jahr Ostern. Und noch länger. Weil dann kann ich hier drehen, wirklich, bis der Arzt kommt. Weil einfach der sich unheimlich schwer reindrehen lässt. Wenn dieser Taster jetzt nicht kaputt wäre, nehmen wir jetzt im Gegensatz zu einem anderen Taster, der ist aus einem anderen Mod. Der ist also nicht von dem Kupfer. Und jetzt schaut mal, da jetzt seht ihr, da ist eine Arretierung. Das heißt, ich kann den jetzt sogar trotz der 5 Kilo Druck, seht ihr, ganz schwer drehen. So, und wenn ich den jetzt hier reindrehe, dann werdet ihr auch gleich feststellen, das ist nämlich eine Pinzette, wie schön sauber und leicht und wie schnell er sich da reindreht. Seht ihr das? So, und jetzt ist er bis zum unteren Gewinde. Jetzt drehe ich ihn wieder raus. Und seht ihr, wie schön das geht? Deswegen, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. So, und jetzt versuche ich hier hiermit. So, mal gucken, ob ihr das jetzt gleich seht. Seht ihr? Mal packt er. Und mal packt er nicht. So, mal gucken. Irgendwann kriegen wir ihn auch mal so tief wie den anderen. Ja, da müsste ich jetzt von der anderen Seite mit irgendetwas gegendrücken. Ich hole mal die Hybridplatte raus. Ups. Und schau mal, ob ich da mit irgendetwas gegendrücken kann, damit ich den weiter reinbekomme. So. So, und selbst dann seht ihr, wie oft ich drehe. Er geht um Verrecken nicht weiter. So, jetzt versuche ich ihn wieder rauszuholen. Mit Druck halte ich ihn also mit den Fingernägeln fest.
Und selbst da jetzt habe ich arge Probleme. Den rauszukriegen. So, jetzt nehmen wir noch mal den anderen. Der ist, wie gesagt, von einem anderen Mod. Und der passt? Komisch. Komisch, dass von einer anderen Tube der Taster passt. Verdammt komisch. Seht ihr? Und wenn ich den reindrehe, der verschwindet. Somit ist er so tief, dass der auch eben Kontakt gibt. So, holen wir den wieder raus und dann kommt er in dem anderen Mod wieder rein, wo er reingehört. So, und der jetzt, der wandert irgendwo hin. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. So, ich habe hier einen sogenannten Mülleimer, wo Abfall reinkommt. Da landet der jetzt drin, aber ich will ja noch ein Video machen, deswegen brauchen wir den noch. Allerdings, der kann schon da reinwandern. Schrott. So, jetzt kommen wir zu ihmchen hier. Wo er behauptet wird, von diesem Klugscheißer, das wäre eine Tube, die nicht, ups, na, so, wo dieser Feuerknopf nicht für wäre. So, und könnt ihr das sehen? Und das ist genau die Tube, wo dieser Feuerknopf reingehört. So, und jetzt wirklich mal gesetzt dem Fall. Gesetzt dem Fall, der Taster, Feuertaster, wäre jetzt kaputt wie der andere. So, und ich hätte irgendein Taster von irgendeiner anderen Tube, spielt überhaupt keine Rolle, von welcher. Ja, und der hätte jetzt den gleichen Gewindegang und hätte, ja, die gleiche Größe. Und ich würde den hier reinkriegen. Warum soll ich dann den Taster, der da auch reinpasst, nicht nehmen? Nur weil der von Kangatech ist? Ja, oder weil er von Wamo ist? Oder irgendeinem anderen? Das spielt doch überhaupt keine Rolle. Wenn der passt, hier drin passt, warum soll ich den nicht nehmen? Ja, und wenn dieser Klugscheißer, ja, behauptet, ne, oder so hinstellt, ja, man soll nur das nehmen, was dafür gedacht ist. Ah ja. So, dann dürfte jetzt als Beispiel, nur als Beispiel, ja, das ist eine Smoke Alien. Kennt ja mittlerweile jeder, ne? Kennt ja auch der Klugscheißer. Nur der hat keine Smoke, weil er auf Smoke schimpft. Die Smoke würde nichts taugen. So, jetzt nehme ich diese Smoke. Ups. Da hat es ein bisschen gesifft. So, jetzt nehme ich diese Smoke und setze die jetzt da drauf. Das ist ja der TV4, ein Smoke. So, schön. Dann darf da auch nur eine Smoke drauf, ne? Ist ja logisch, ist ja von Smoke. Darf nur ein Smoke-Verdampfer drauf. Da hat jetzt der OBS überhaupt nichts drauf zu suchen. Da fasse ich mir noch am Kopf, wenn der passt, warum soll ich den da nicht drauf tun? Ja? Oder, ja, gehen wir da mal jetzt ein Stückchen weiter, spinnen wir noch ein bisschen weiter rum. Das ist ja Satire hier. Ne?
So, Cloud 1A Vordampfer, ja, vom Liquid Designer oder der T18 von Inokin. Ja, der passt doch auch hier drauf. Ist doch wunderschön. Jetzt gehen wir nur die Leistung runter, sonst hau ich mir den kaputt. Warum darf der hier nicht drauf? Ist doch nicht von Smoke. Versteht ihr den Sinn der Sache? Das war ja auch mit dem Beispiel mit der Tube. Halt, wo ich gedacht habe, na ja gut, vielleicht passt der andere Feuertaster, der ja gegenüber den anderen in dem Röhrchen, ja, nicht isoliert ist. Ja, und der ja hier eine Isolation hat, oder der andere, den ich da reingeschmissen habe, habe ich gedacht, mal guck's mal, vielleicht passt der. Hat aber nicht gepasst. Habe ich den denn jetzt mit Gewalt versucht, hier in dem reinzudrehen? Habe ich das mit Gewalt versucht? Fasst euch doch mal alle am Kopf, ja? Ihr Nachplapperer. Hallo, geht's noch? Keine Ahnung, aber irgendein Klugscheißer, was nachreden, da auch nicht zuhören und plappadi, 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 plapp. Ja, stellt euch vor der Hausmauer und macht immer so. Dong, dong. Vielleicht wird es dann hier oben im Oberstübchen mal ein bisschen besser. Ja? Mann, da fass ich mir doch am Kopf. Worum ging es denn? Um Neueinsteiger, die eventuell auf irgendein Flohmarkt, bei eBay Kleinanzeigen, bei Spock und wie auch immer, so eine Tube kaufen, ja, wo der Feuerknopf unten nicht isoliert ist, ja, und durch, man muss ja den Akku da rausholen, ja, und laden, wieder reintun, wieder draufdrehen. Dann kann, wenn diese kleine Kante hier, na, näher holen. So, diese kleine Kante, seht ihr da, wo die Aussparung ist? Die kommt ja. Jetzt brauche ich wieder einen Akku. So, diese kleine Aussparung kann ja durch. Wenn man den Akku halt eben wechselt und immer wieder reindrehen, dass man dann die Kante hier, wenn sie schon ein bisschen unsauber ist, so wie die, ja, die würde ich hier niemals reintun, weil dann ein Druckpunkt entsteht und da vielleicht nur noch ganz minimal ein Widerstand ist, dann schraubt man das Ding da rein, hat es in die Tasche und dadurch, dass man ihmchen vielleicht zu stramm angezogen hat, kann das plötzlich passieren, dass der in die Tasche, ja, anfängt von alleine zu feuern. Darum ging es an sich. So Anfänger, die wissen das nicht. Ich weiß das. Vielleicht, wenn du ein erfahrener Dampfer bist, weißt du das auch. Ja, aber holt sich ein unerfahrener so ein Ding auf dem Flohmarkt oder wie auch immer woher. Oder lässt ihn sich von Gearbest oder Fastech, momentan haben sie die Tube, glaube ich, gar nicht bei Fastech. Bis vor kurzem hatten sie sie noch. Dann kann das natürlich böse Folgen geben. Ich meine, jetzt gibt es eine Möglichkeit. Schauen wir mal. Das habe ich bei einer schon gemacht. Geht aber nur, wenn man eine harte Dichtung hat. Also keine weiche, sondern wirklich eine Hartkunststoffdichtung. Aber ich glaube, ich habe keine mehr. Oder habe ich noch eine? Naja, da habe ich keine mehr drin. Muss ich meine anderen Bastelkiste gucken. Ist ja nicht so, dass ich nur eine habe.
Wenn wir Glück haben, habe ich hier noch eine. Also man legt da nicht so eine Gummidichtung rein. Die würde sich wegdrücken. Ach, schade, ich habe keine mehr. Ups, hier geblieben. Doch, da ist noch eine. Wenn die denn passt. Na, die passt nicht. Das heißt also, wenn man so eine dünne Hartkunststoffplatte hat, ja, die jetzt hier oben auf den Akku passen würde. Die ist jetzt leider zu groß, hab keine andere. Und man hätte die dann drin, dann könnte man den getrost, selbst unter Druck, sogar reindrehen. Da kann nichts passieren. Da kann wirklich nichts passieren. So. Ja, dadurch, dass die Isolation bei dem Akku unten eine Macke hat, ja, will die jetzt noch nicht mal rauskommen. Jetzt werde ich mich auch schwer hüten, da mit einem Metallgegenstand reinzugehen. Ja. Hola die Waldfee. So kann es gehen. Jetzt kriege ich die wirklich hier nicht mehr raus. Und ich habe nicht so einen langen Kunststoffstab, um die da rauszukriegen. Ich sag ja, normalerweise hätte ich da erst jetzt gar nicht reingetan. So kann es gehen. So kann es gehen. Na. Ja, ist ja nicht mehr normal. Tja, jetzt wollte ich euch noch was zeigen, aber geht nicht. Jetzt habe ich mir auch noch den Nagel abgebrochen. So geht's ja. Ich bin schon wieder zu aufgeregt und wütend über so viel Klugscheißerei auf einem Haufen, dass ich auf Deutsch das Kotzen kriege. So, aber da ich euch ja sowieso noch was anderes zeigen wollte, werde ich den gleich rausholen. Den brauche ich nämlich gleich für mein anderes Video. Und dann komme ich erstmal ein bisschen runter, denke ich mir mal. Was sagt ihmchen jetzt? Ach, jetzt habe ich den zu tief gemacht. Gerade für die Cloud 1a. So, das soll's gewesen sein. Möge der Dampf weiterhin mit euch sein. Glaubt mal den Klugscheißer. Und bis gleich zu meinem nächsten Video. Oder man sieht sich die Tage bei einem anderen Video, was eventuell noch folgen wird. Tschüss, bye bye, eure Smoke-Wolke, die Diane.